Diese Eva Grendlinger war mir von Anfang an sympathisch, aber bei dem Gespräch mit der Zwick hat die mich richtig beeindruckt. Die ist toll. Trotzdem, bleibt abzuwarten, wie die Zwick reagiert. Immerhin wollen die vom Kindergarten jetzt klar machen, dass ihr Enkel der Unruhestifter ist. Von welchem Unruhestifter ist denn da die Rede? Frau Zwick, seien Sie froh, dass Sie mich als Kind nicht gekannt haben. Ich war ein richtiger Robin Hood. Ist klar wie ein aufs Wort. Und jetzt brennen wir darauf zu erfahren, was Sie wegen unserer wilden Jungs unternehmen wollen. Also ich habe mit der Leitung vom Kindergarten geredet und wir machen so, wie die Frau Grendlinger das vorgeschlagen hat. Die Buben in verschiedene Gruppen und nicht an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen lassen. Das ist ja... Also das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ich bin doch kein Unmensch, gerade wenn es um Kinder geht. Bei Erwachsenen ist es natürlich was anderes. Danke. Ja, dann wäre das ja auch geklärt. Und wir nehmen Fabienne in Zukunft an die Leine. Ja. Und Sie verpassen Ihrem David einen Maulkorb. Man sieht sich. Wiederschauen. Servus. Damit dürfte Frau Grendlinger auf deine Sympathieleiter noch höher gestiegen sein, was? Sogar noch viel höher als du. Lass uns lieber mal überlegen, wie wir uns bedanken können, du. Frauensache. Ja, das war so klar. Gut, ich weiß, dass sie am Nachmittag zu ihrem Bruder auf den Hof will. Was hältst du davon, wenn wir sie überfallen mit einem Geschenk? Mhm. Ja? Mama und Papa das wissen. Erinnere mich nicht daran. Sie würden mich enterben, wenn sie das noch könnten. Wenigstens bist du jetzt schuldenfrei. Papa wäre stolz auf dich. Hm? Doch nicht um den Preis. Komm, ich helfe dir. Sag mal, was ist eigentlich aus deinen Bewerbungen für die Tierpflegeausbildung geworden? Ich habe eine Zusage. Was? Warum erzählst du das denn nicht? Ja, weil es im Hamburger Zoo ist. Ja und? Das kann ich vergessen. Die Mieten da, kann mir nie und immer leisten. Aber irgendwas wird sich doch finden. Eine WG oder vielleicht... Die Zooverwaltung wird mir sogar eine Wohnung vermitteln, aber 1500 Euro Kaution. Ich leide das Geld. Du hast doch auch keine Kohle. Ja, aber ein Job und ein Sparbuch. Von Oma. Ich glaube, 1500 Euro müssten gerade noch drauf sein. Du bist ja auch total blank. Sobald du was verdienst, zahlst du es mir zurück, okay? Chefin, da muss ich ran. Eva Grendlinger, hallo? Also der Engagement in alle Ehren, aber ich und der Herr Zass haben uns bereits über eine Strategie für die Verteidigung austauscht, gell? Meine Mutter, die redet noch nicht mal mit dir. Du rennst rum, suchst irgendwelche Läume und ich sag, wenn man nicht gewinnen kann, dann muss man die Höhe der Niederlage eingrenzen. Wir sind uns einig, das Beste ist deine Mutter gesteckt. Ja, da haben Sie mich jetzt sehr schön zitiert, Herr Kollege. Für den Anwalt bedeuten solche Fälle ja immer die dunkelsten Stunden. Ja, das sagen Sie was, vor allem wenn es die eigene Verwandtschaft ist. Da recherchiert man lückenlos den Tathergang, beleuchtet die Motive der anderen, trägt die Indizien zusammen. Onkel Leute, was? Bei uns geht doch die Unschuldsvermutung, oder? Herr Pachmeier hat sicher jede Menge Erfahrung mit Strafprozessen. Und ich nehme ja mal an, die enden in der Regel erfolgreich. Ja, was heißt Strafprozesse? Ich bin Verwaltungsrecht, das ist mein Spezialgebiet. Jeder hat sein Spezialgebiet. Was wollen Sie damit sagen? Also ich meine nur, in aussichtslosen Fällen würde auch ich ein Geständnis taktisch einsetzen. Allein um das Strafmaß zu reduzieren. Aber meiner Erfahrung nach gibt es ja keine aussichtslosen Fälle. Na ja, freilich. In dubio pro reo. Das Blöde ist bloß was von Timbuktu bis dahin. Jeder weiß, dass die Heidenberg nicht unschuldig ist. Herr Kollege, wissen Sie denn so genau, was damals auf dem Berg wirklich passiert ist? Also ich weiß nur, dass Frau von Heidenberg verletzt worden ist und ihr Gedächtnis verloren hat. Die Frau könnte genauso gut das Opfer sein. Ja, sagen Sie mal, wer ist denn da der Anwalt? Wer verteidigt die Dame? Ich oder Sie? Das frage ich mich langsam auch. Also den Zirkus, den brauche ich nicht. Den mache ich nicht mit. Habe die Ehre. Tja.
Sie es bitte nochmal versuchen. Ja. Wie ein tollwütiger Ortsweiner stand diese Person neben mir, als sie meine Unterlagen aus dem Safe holte. Als wollte ich ihr die Kronjuwelen klauen. Zum Glück haben Sie noch dran gedacht. Ja, zum Glück muss ich diese Person jetzt nicht mehr täglich sehen. Das versüßt mir die Sache ja fast noch. Bleib doch dabei, dass du bei Lukas wohnst. Oder kuscht er vor Mama? Nein, das geht schon klar. Naja, ist wenigstens eine von uns untergebracht. Wir müssen leider weitersuchen. Im alten Wirt ist nichts frei. Redet doch mal mit Mama. Ich bin mir sicher, sie nimmt euch gerne ein paar Tage auf. Ach du, ich habe hier noch so viel zu erledigen. Zum Beispiel mein bäuerliches Anwesen verkaufen. Außerdem, vielleicht gibt es irgendetwas, das wir übersehen haben. Irgendeine Möglichkeit, zurückzuschlagen. Also, wenn Sie möchten, wenn ihr mögt. Bei uns ist doch so viel Platz frei. Seit Marie nicht mehr da ist und die Tanja ausgezogen ist mit dem kleinen Fabien. So luxuriös wie im Fürstenhof ist es natürlich nicht. Ja, aber zur Überbrückung wär's doch erstmal gut. Und immer noch besser als im alten Wirt. Ja. Also. Sponheim, Sie kommen gerade recht zu einem späten Mittagessen. Wenn Sternekoch gewonnen. Die Zastros machen sich in der Saalfeldwohnung breit. Hast du es noch nicht mitbekommen? Naja, es ist jedenfalls ein echter Notfall. Ja, das mit dem Sternekoch stimmt. Zumindest, bis ich was Eigenes gefunden habe. Schon okay. Super. Danke. Ja, wenn ich dir so zusehe, dann weiß ich ganz genau, woher ich mein Sommelier gehen habe. Scheint ja richtig gut drauf zu sein, oder? Immerhin hat Ihre Familie gerade alles verloren. Soll ich vielleicht hier rumsitzen und heulen? Nein. Das Leben besteht eben nicht nur aus eitel Sonnenschein. Die meisten Menschen wissen das. Nur für meinen Bruder ist das eine relativ neue Erfahrung. Aber ich glaube, das schadet ihm nicht. Weil Sie seinen Horizont erweitert. Also, wenn man so einen Bruder wie dich hat, braucht man echt keine Feinde mehr. Also, entschuldige mal, Werner hat auch schon so einiges hinter sich, genau wie du. Das bestreitet doch niemand. Und deshalb darf man sich nicht herunterziehen lassen, sondern die kleinen Dinge des Lebens genießen. Wie das köstliche Lammragout, das ich euch gleich servieren werde. Oh. Danke. Danke, dass Sie uns so spontan aufnehmen. Ach, das ist doch selbstverständlich. Fühlen Sie sich, ja, wie zu Hause. Ja. So, hier. Sie haben drauf bestanden, die Betten selber zu beziehen. Ich mach das, kein Problem. Schließlich müsst ihr ja gleich zu eurer Spätschicht, ne? Ich hätte eigentlich vor, zu schwänzen. Schwänzen? Sie? Ja, was sollen wir noch in die Arbeit gehen, wenn man sowieso kündigen will? Also, ihr wollt kündigen, alle beide? Unter den Zastros rühre ich doch keinen Finger mehr. Ich weiß das wirklich zu schätzen, Alphonse, aber trotzdem... Das ist lieb, aber falsch. Ihr dürft unseretwegen nicht eure Existenz aufs Spiel setzen. Ja, also ein bisschen was haben wir schon noch auf der hohen Kante. Ja, aber da sollte es doch bleiben, Sonnenbichlerin. Lass nicht das von einem gesagt sein, der gerade alles verzockt hat. Ja, eigentlich war es ja Hildegards Idee. Und ich gebe zu, ich bin am Anfang auch ganz schön erschrocken. Aber der Fürstenhof ohne Sie... Ohne dich, das ist nicht nur nicht vorstellbar, das ist einfach unerträglich. Ja, aber andererseits ist der Fürstenhof ohne sie beide genauso leer ohne Leben. Und deshalb... Und deshalb müsst ihr die Zähne zusammenbeißen und durchhalten. Es würde uns beruhigen. Ja, weil dann wenigstens etwas vom alten Geist erhalten bleibt. Ja, wenn Sie das möchten, Herr Direktor... Danke Ihnen vielmals für Ihre Loyalität. Schön haben Sie es hier. Fühlt sich bestimmt toll an, wenn einem sowas gehört. Gehörte? Der neue Besitzer ist jetzt Ihr Boss, Werner Saalfeld. Ex-Boss. Und für den fühlt es sich bestimmt nicht gut an. Ach so, auf Ihrem Land sollte das Einkaufszentrum gebaut werden, weswegen sich Herr Saalfeld verspekuliert hat. Hey,
Hallo. Wir wollten noch mal Danke fürs tolle Engagement sagen. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Und ob? Frau Zickert hat uns heute höchstpersönlich gesagt, dass Fabienne doch im Kindergarten bleiben darf. Ohne sie hätte das bestimmt nicht geklappt. Dankeschön. Wer den Drachen bändigen kann, alle Achtung. Ja. Gebändigter Drache, haben Sie eine Ahnung? Ja, komm, lass gut sein. Warum denn? Ist doch wahr. Wieso ist was passiert? Die Kindergartenleitung hat sich auf Wunsch einer einzelnen Dame von meiner Schwester getrennt. Wie es so schön heißt. Das ist passiert.